Herzlich willkommen bei Kurz erklärt Feuerwehrtechnik. Heute geht es um die Kennzeichnung von Führungspositionen im Einsatz. Also sowas. Fangen wir direkt hiermit an. Hier haben wir eine orangene Weste. Das ist die Kennzeichnungsweste hier in Hessen für den Gruppenführer oder den Staffelführer. Hier hinten steht auch meistens was drauf. Hier jetzt in dem Fall Freiwillige Feuerwehr Lorsch, STLF 2025. Es kennzeichnet eben den Staffelführer jetzt von unserem Staffellöschfahrzeug. Das ist eben in einem Einsatz dann übersichtlicher, wenn man eben mehrere Fahrzeuge hat und man zum Beispiel der Einsatzleiter ist, kann man besser unterscheiden, von welchem Fahrzeug jetzt der oder der Gruppenführer oder Staffelführer ist. Jetzt haben wir euch den Gruppenführer und Staffelführer erklärt. Jetzt geht es weiter mit dem Zugführer. Der Zugführer hat im Prinzip das Kommando über einen Zug, also drei Autos. Das sind zwei Löschfahrzeuge und ein Sonderfahrzeug, in unserem Fall zum Beispiel der TGM. Und über diese drei Autos und über die Besatzung hat der Zugführer im Prinzip das Kommando. So, und wenn man jetzt zum Beispiel größere Schadenslagen hat oder größere Brandereignisse, dann wird die Einsatzstelle nochmal geteilt oder aufgeteilt in mehrere Einsatzabschnitte. Und da kommt diese Weste hier zum Einsatz, und zwar die vom Abschnittsleiter. Der hat dann im Prinzip das Kommando über einen Abschnitt von eben dieser Einsatzstelle. Also der ist dann nochmal den Zugführern oder eben Gruppenführern übergeordnet in diesem Abschnitt. So, jetzt kommen wir zu der Person, die den Hut auf hat, also die Gesamtverantwortung hat. Und das ist der Einsatzleiter. Egal bei welchem Einsatz, gibt es im Prinzip immer einen Einsatzleiter. Der muss nicht immer diese Weste anhaben. Das kann auch sein, wenn zum Beispiel jetzt nur ein Auto oder ja, wenn zwei Autos oder so zu einem Einsatz rausfahren, hat auch der erste Gruppenführer, der beim Einsatz ankommt, die Einsatzleitung. Der muss also nicht immer diese Weste anhaben. Wenn halt ein Führungsfahrzeug wie ein KDOW oder ein ELW mitfährt, dann gibt es Personen, die haben diese Weste an, aber es muss nicht immer jemand diese Weste anhaben. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber wer Einsatzleiter ist, hat im Prinzip die Gesamtverantwortung über den Einsatz. Das steht auch über den Abschnittsleitern und genau, so läuft es dann eben. Bei größeren Einsatzlagen, wie zum Beispiel ja, Großbrennen oder Gefahrstoffeinsätzen, gibt es auch immer ein großes mediales Interesse. Also zum Beispiel Zeitungen, die dann eben kommen und Auskunft haben wollen, was passiert ist. Dafür gibt es dann so eine grüne Weste hier mit Pressesprecher. Also das ist zum Beispiel jemand, der ist auch bei den Führungspositionen mit dabei im Prinzip. Der weiß, wie die Einsatztaktik und so weiter ist. Oder wie im Moment gerade der Stand des Einsatzes ist, und das gibt er dann eben an die Presse weiter und steht halt für Fragen der Presse während des Einsatzes zur Verfügung. Das war es auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet auch ein bisschen was lernen zu den einzelnen Kennzeichnungen der Führungspositionen im Einsatz. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.